Eine Frage, die unsere weiblichen Zuseher natürlich brennend interessiert. Darf ich sie stellen? Ja, stell doch mal. Okay. Du bist ja seit September wieder Single, oder? Ja. Stimmt es? Bist du es immer noch? Sag da hinein in die Kamera. Wir ja. Oh, ja, danke. Es gibt einen Gott. Was hast du denn für Pläne für die nächste Zeit? Erzähl mal. Naja, im Moment läuft noch Kommissar Rex. Das heißt, ich laufe immer noch gerne und mit viel Spaß meinem Hund hinterher. Und das auf jeden Fall noch bis Ende Oktober, eher schon jetzt Richtung Mitte November. Oh, ich habe ein Message bekommen. Richtung Mitte November. Und danach? Und danach wird man sehen. Es gab jetzt noch keine Gespräche irgendwie über neue Verträge im Sommer stattfinden. Und ich werde darüber nachdenken, in dem Moment, wo es auf dem Tisch ist. Und nicht jetzt, im Moment macht es noch Spaß. Also alle Voraussetzungen sind gegeben. Okay, du warst ja eine Zeit lang in L.A. Könntest du dir vorstellen, zurückzugehen? Zu arbeiten, ja. So als Basis oder dass ich sage, das ist mein Zuhause, nein. Absolut nicht? Nicht als Zuhause. Also ich würde mir das nicht aussuchen, um dort zu sein und auch wenn ich woanders arbeite, aber dorthin zurückzukehren, nein. Sondern ich würde gerne dort wieder hingehen und arbeiten. Das wäre natürlich ein Traum. Aber ich möchte dort nicht leben, so wie ich schon getan habe. Ich habe es sehr genossen, aber ich will es nicht mehr. Das heißt, du bleibst in greifbarer Nähe in Europa? Ja, Europa finde ich am interessantesten im Moment, ja. Sag mal, du arbeitest ja völlig freiwillig am Liveboard und absolut ohne Geld dafür. Machst du das wegen der Charity-Sache oder weil du ein Freund von Gary bist? Oder wegen beiden? Also, so schwierig immer in Worte zu fassen, weil für mich ist es natürlich, weil es ein Charity-Event ist wegen Gary, sondern Gary ist ein Mann, der etwas kreiert hat, was außergewöhnlich ist auf dieser Welt. Und er hat ein Event, wo Leute hinkommen und einfach eine Laune haben, eine Art, eine Ausstrahlung, eine Energie, die sie sonst nicht haben. Und jeder mehr loslässt und man feiert das Leben. Und ich glaube, die meisten Leute, wenn sie hier sind, das hat einen Einfluss darauf, klar, weil sie sagen, das Geld geht auch noch zu Charity, aber sie feiern das Leben und darum geht's. Und das Geld geht zum Charity und das ist gut so, weil für die Stimmung, die wir hier bekommen, also das Geld, ob ich das jetzt auf Diskotheken besitze oder Charity gebe, ja, dann gebe ich es lieber Charity, weil hier ist lustiger. Das war mal wieder so richtig Liveball dieses Jahr. Aus der Not heraus. Kannst du dir vorstellen, nicht? Ja, aus der Not heraus. Erzähl ja, was genial. Naja, ich meine, es gab die politische Not, dass wirklich nach den Wahlen es passierte, dass große Häuser sozusagen abgesagt haben, weil sie als erstes einfach gesagt haben, in dem Land können wir uns nicht präsentieren. Und die Presseabteilungen von diesen Leuten einfach zu dumm waren, nicht zu verstehen, dass dieser Event in diesem Land natürlich der stärkste Ausspruch gegen all das ist, weil er immer noch existiert und weil er einfach außergewöhnlich ist. Und haben das nicht getan. Und Gary und der ganze Mannschaft vom Liveball ist da Arsch mit Grundeis gegangen. Ich meine, die dachten wirklich, das wird nichts mehr. Der Gary war wirklich am Ende. Und aber was ist daraus geboren worden, dass sie wirklich wieder Designer hatten, die einfach so für den Liveball sprechen. Junge Freaks und alte Freaks, gemischt mit wirklich einer außergewöhnlichen Show, also hatten wir seit Jahren nicht so toll. Ja, es ist wirklich toll geworden. Sag mal, könntest du dir vorstellen zu modeln nächstes Jahr am Liveball? Ich habe schon gemodelt und normalerweise ist es so, dass man eigentlich sagt, modeln kann man nur einmal. Ich nehme an, wenn der Liveball noch weitergeht, noch ein paar Jahre, was ich wirklich hoffe, dass er tut, dann werden die Regeln wahrscheinlich geändert und dann darf ich vielleicht nochmal modeln und würde ich auch gern. Aber im Moment habe ich gemodelt, ich habe die Eröffnung gemacht und jetzt habe ich gesagt, wo kann ich mithelfen? An der Bar kann ich mithelfen. Wir haben eine Bar mit lustigen Leuten, Freunden, die auch auf normale Karten rein sind, nicht alle auf die Barkarte. Und die alle mithelfen, irgendwie Geld zu verdienen und unser Trinkgeld und alles natürlich einfach abgeben und hier einen Spaß haben, irgendwie daran beteiligt zu sein. Okay, ich möchte jetzt einen Appell richten an Gary. Bitte lass ihn nächstes Jahr modeln und bitte bei der Unterwäsche. Ist es möglich, Gary? Wir wollen es alle so sehr, wir wollen ihn sehen. CatwalkTV.com